Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Craft the World. Ja, letzte Folge wollten wir uns erstmal ein bisschen um Holz kümmern. Ich sehe jetzt hier gerade. Oh. Ja, wenn ich hier natürlich bloß beim Holz immer gucke, dann kann es natürlich sein, dass einfach mal unsere Basis angegriffen wird. Oh Mann, ey, die machen hier so viel Schaden, diese Viecher, ne? Apokalypse mal wieder. Wenn man mal kurz nicht drauf achtet, ne, dann ist man einfach mal verloren. Jetzt muss ich hier nämlich erstmal wieder ein paar Portalzauber einsetzen. So. Ist das jetzt euer Ernst? Geht mal hier hin. So, jetzt greife ich den einfach mal an. Das ist ein bisschen nervig, sag ich mal so. Warum die Viecher auch so viel Schaden machen müssen. Guck mal, der braucht Ewigkeiten, um den zu töten, ne? Hauen die jetzt wenigstens ab, die Viecher. Oh, da einfach weiter. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal den Zwerg. Greif ich den an. Nein! Nein, 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 lauf nicht weg. Ey, jetzt muss ich das schon wieder so machen, ne, wie vorhin. So, jetzt greifen wir ihn erstmal an. Hinter dem Schutzwall. Gerade ein bisschen konzentriert. Hier an der ganzen Geschichte. So, auf jeden Fall haben wir den jetzt gleich down. So, und dann können wir natürlich weiter bauen. Endlich. So, dieses Vieh, das läuft irgendwie erstmal da nach ganz hinten. Den Zwerg hinterher. Okay. Brauchen hier nochmal ein Portal. So, ich kann ja hier nicht weiter. Ich kann ja noch nicht schlafen, weil meine Wohnung noch nicht fertig ist. Haus fertig, perfekt. So, jetzt sind die ganzen Zwerge ganz unten. Komm mal her, du Zwerg. Steuerung. Ja, dann steuer dich mal ein bisschen besser. So, einfach die ganze Zeit den. Dieses Vieh angreifen. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Ja. Gibt kein Essen, sag ich mal so. So. Jetzt haben wir das auch geschafft. Wie weit sind die mit den ganzen Sachen hier? Auf jeden Fall müssen sie noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das schaffen sie, ne? Mal schnell zum Portal laufen. Ja, easy. Gut, jetzt haben wir nämlich auch wieder ein paar Leitern. Das heißt, dass wir hier unten weiterbauen können. So. Nee, 18 insgesamt jetzt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier machen wir mal eine Fackel hin. Mal wie viel Wasser hier liegt, ne? Kann ich kein Wasser mehr lagern oder woran liegt das oder warum machen die das hier nicht weg? Och nee, und jetzt kommen gleich wieder andere Viecher. Ja, einmal tief durchatmen und dann einfach weiterspielen, würde ich sagen. Ne? So, ja, dann kriegt dieses Vieh. Ruh dich doch aus. Ja, geh schlafen. Perfekt. Ausruhen. Ausruhen. Warum ruhen die sich alle nicht aus? Sie sind alle fast tot. Geht schon schlafen. Geht schlafen. Schläft. Schläft. Baut. Er soll schlafen.
jetzt sind da, jetzt kommen natürlich gerade die ganzen Viecher. Ach du Scheiße. Viele Viecher kommen da jetzt noch. So ein fettes Augenvieh. Die ganzen Zwerge hier schon erstellt. Warum sind die ganzen Zwerge eigentlich hier unten? Und hier oben sterben sie wieder. Bisschen schwer, würde ich sagen, ne? Oder ich stelle mich einfach nur zu dumm an. Kann natürlich auch sein. Der hier beschwört bestimmt die ganzen Viecher alle. Ich kann da gar nicht mehr hingucken. Oh Mann. Na, jetzt geht das hier nicht mehr, oder was? Ja, Mensch, nun geht doch dahin. Weil der greift doch sowieso das hier jetzt an. So. Perfekt. Das fette Augenvieh ist schon mal gestorben. Das war's gut. Komm, put. Ich muss hier erstmal meinen. So, perfekt. Jetzt greift er nämlich das an und dann kann ich ihn ganz in Ruhe runterklappen. Die beste Technik, die es überhaupt gibt. Danach werde ich erstmal alle Zwerge schlafen legen. nach dieser Katastrophe. So, ausruhen. Ausruhen, also geht schon schlafen, schläft gerade. Okay, perfekt. So, jetzt schlafen sie erstmal alle. Ich habe ja nur noch 4 Zwerge. Ach ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe auch bloß 8 Betten und ich kann 9 Zwerge haben. Das bedeutet, dass ich hier unten auf jeden Fall noch mal was anlegen muss. So, wir haben 9 Zwerge. Werden wir gleich mal ausrüsten. Der kann von mir aus eine Kapuze haben. Und noch einen Rucksack. Wo geht er jetzt hin? Der baut jetzt hier unten weiter, oder was? Warum sind die hier alle weg? So. Hat sich dieser Krieger hier eigentlich bewegt? Nee, hat er nicht. Steht hier anscheinend bloß ein bisschen so rum. Tja. Ah, wie gesagt, unsere ganzen Zwerge müssen sich jetzt erstmal erholen von diesen ganzen Kämpfen. Darum passiert jetzt erstmal gar nicht so viel. Und der eine Zwerg, der jetzt hier arbeitet, ja, der läuft ja hier die ganze Zeit bloß rum. Ja. Ah, der will ja, der will die ganze Zeit die Leitern installieren und so. Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Sind die schon wieder Ratten? Ne? So, Ausstattung. Der kriegt hier auf jeden Fall nochmal eine Spitzhacke und das war's. So, diese ganzen Ratten hier gehen ein bisschen auf die Nerven.
Fähnenleiter, brauchen wir nicht. Until I turn! Wieso gehen die eigentlich nicht schlafen, wenn ich sage, dass sie schlafen gehen? Ressourcen sammeln. Du sollst schlafen. Wieso kann ich hier nichts mehr. Kein Wasser mehr ernten? Was ist denn das? Ich glaube, ich muss neue Eimer craften, weil die anderen irgendwie kaputt gegangen sind. So, neun Stück erstmal. Oh, die eine Ratte können sie auch nochmal killen. Geht ein bisschen auf die Nerven. So. Und noch einen weiteren Zwerg. Bogenschütze. Ja, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann geben wir dem jetzt das und das. So, der kriegt das noch. Ja, von mir aus kann der jetzt hier noch mehr tragen. Ist ja erstmal egal. Hauptsache, die haben noch einen weiteren Slot dazu. Also langsam fühlt sich unsere Zwergenfamilie wieder. Kennt ihr noch den Zwerg von der Folge, von der dritten Folge, glaube ich, war das? Der hieß Nori. Der ist jetzt, glaube ich, aber auch gestorben. Das war so ein gelber. Ja, dann geh doch schlafen. Dann geh schlafen. Geht er jetzt auch schlafen? Oder ist er einfach bloß zu doof? Nee, er geht schlafen. Okay. Entfernen Leiter, ja. Ich will die Leiter nicht entfernen. Ich möchte hier eigentlich bloß dieses Wasser weg haben. Aber anscheinend funktioniert das ja nicht. Dum, dum. Aufgabe erfüllt. Ja. Toll. Jetzt kann ich ein Holzbett machen. Ja, brauche ich Holz. Ich habe nicht ein Holz. Mehrstöckiges Bett. Bett bis zu vier Stück aufeinander platziert werden. Oh. Das finde ich gut. Kann man erstens Platz sparen und da kann man vor allem die Höhe dann bauen, ne? Die Basis. Das ist dann natürlich auch sehr interessant. Okay, jetzt haben wir wieder einen neuen Zwerg dazu bekommen. Dem werden wir erstmal gleich mal Sachen geben. Die haben ja hier schon alle. Perfekt. Ich kann hier die ganze Zeit nur die Leiter entfernen. So, jetzt müssten... Ja, Wasser sammeln. Okay. Gut, endlich. Jetzt kann ich hier nämlich mal das ein bisschen bauen. So, und hier auch nochmal. So, was ist eigentlich hier unten los? Nochmal solche Testgänge, sage ich mal so, sage ich immer dazu. So, dann ist das ein Testgang. Machen wir da eine Fackel hin. Dann kommt hier der nächste Testgang. So, dann können wir da eine Fackel setzen. Dann kommt hier der nächste Gang hin. Das ja erstmal alles. So, jetzt haben wir alle Zwerge wieder. Ein Glück. Oh, das ist sogar ein Krieger, der eine. Warum auch immer die hier das nicht weiter abbauen. So, ich gucke hier erstmal, der schläft schon. Der baut, der ist full life. Okay. So, jetzt scheint es, dass wir erstmal die Katastrophe überstanden haben. Aber ich glaube, demnächst werden wieder die ganzen Viecher kommen. Okay, Aufgabe erfüllt, finde Erze. Ja, Erze findet man eigentlich überall. So, Eisenerz ersetzen. Und Kohle ersetzen. Diese Kristalle hier, die brauchen wir dann, glaube ich, nachher für diese Tesla-Türme.
Zumindest war es damals so. So, hier machen wir auf jeden Fall nochmal ein Bett hin. Ich freue mich schon, wenn wir dann nachher bessere Basis bauen können. Ja, ich wollte gerade sagen, der fällt da gleich runter. So, nochmal ein neues. Oh, der ist runtergefallen, aber ein Glück ist da Wasser. Vorausschauend geplant auf jeden Fall. So. Okay. Geht doch wieder auf den Sack, dass da nicht ausgeleuchtet ist. Machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ja. Okay. Buch des Holzfällers. Ein neues Buch, okay. Hat jetzt jeder seine Spitzhacke? Ja, hat er. Okay. Ich möchte hier nochmal ein bisschen runterbauen. Das ist zwar dieses Vieh, aber das ist ja egal. Der tötet den ja hoffentlich. Ich glaube, wir haben wieder Holzproblem, kann das sein? Ich glaube, wir haben nicht ein Holz. Ja, wir haben auf jeden Fall ein Holzproblem. Bitte ändert das. Ich möchte nicht immer ein Holzproblem haben. Man kann bestimmt sich dann nachher einfach einen Holzfarm bauen, oder? Ich hoffe ja mal. Aber was ich jetzt gerade bemerke, man kann hier einstellen, dass die Zwerge nur in der Basis sein können. Wenn dann nachher diese Monsterwellen kommen, dann habe ich damals immer einfach das aktiviert und dann sind sie alle in die Basis reingelaufen. Das war damals eigentlich relativ cool. Weil dann haben sie nämlich alles hier gedefft. Haben dann alles draußen sein lassen, sag ich mal so. Guck mal, ja, das ist ganz gut jetzt. Vor allem jetzt kommen nämlich diese ganzen Viecher und jetzt beschützen die erstmal die ganze Nacht hier alles. So, den können sie eigentlich angreifen, den können sie nicht. So, aber jetzt sind sie alle da und jetzt können sie eigentlich da alle hochlaufen und alle gleichzeitig angreifen. Perfekt. Okay, aber ich habe auf jeden Fall eine neue Taktik. Was macht denn der? Ja, ist mir doch egal. Ich laufe hier einfach lang. Ich habe hier Bock, lang zu laufen. Hier können sie mal eine Fackel hinsetzen noch. Ja, dieser Geist ist scheiße. Der macht nämlich immer meine ganzen Items aus meinem Lager rauswerfen. Das ist nicht so schön. Mal, wie viel können wir denn noch runterbauen? Eine ganze Menge. Tja, das dauert aber noch ein bisschen. Aber er hat hier erstmal nicht mehr dieses fette Vieh gespawnt. Das ist ganz gut. Aber ich denke mal, wenn das Vieh nochmal spawnt, dann wird er hier alles in diesem Umkreis hier zu Sand machen. Würde ich mir mal ganz stark sagen. Oder er macht natürlich hier dieses richtig gute Erz daraus. Das wird er nachher. Hier war mal, wie hieß dieses? Mithril, genau. Mithril heißt das. Das wäre richtig nice. Leitern mehr. Da muss ich jetzt halt so damit auskommen. Ohne Leitern halt bauen. Ja. Wenn die runterfallen, dann sind sie einfach mal instant tot. Aber schlimm. Ja, das Ding kriegt immer Schaden dadurch. Nicht ganz so optimal. Warum haben die Zwerge hier nichts zu tun? So, jetzt haben sie was zu tun.
Aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!